Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Hallöchen Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns, hört endlich auf mit dem Gendern an. Für Chill the Basics von CEO. Let's go, schon wieder Sepp, der über das Gendern redet. Der hat auch schon mal über das Gendern geredet, glaube ich, oder? Let's go, rein da. Leute, ich muss an der Stelle mal eine Triggerwarnung aussprechen. Das Thema Gendern ist natürlich für manche wirklich ein sensibles Thema. Vollkommen verständlich. Also am besten musst du an der Stelle sehr viel Humor mitnehmen oder das Video einfach wegklicken. Das geht natürlich auch. Ansonsten geht es jetzt wie immer los mit Chill Deine Basics. Freut euch wie immer auf viel Rumgeschrei, Jokes, die absolut daneben sind und jede Menge Bier. Ohne Scheiß, viel Spaß, los geht's. Chill deine Basics! Oh Luis, das reicht in Güte! Eins kann man sagen, dadurch, dass Leute sich mega drüber aufregen über Scannern, heißt auch, dass wir scheinbar keine schlimmeren Probleme haben, als uns darüber aufzuregen, oder? Also, dass wir scheinbar geht es uns gut, wenn es das ein Hauptpunkt ist. Nötig! Ich habe es ohne Scheiß eine 50-Stunden-Woche hinter mir! Was ich jetzt brauche, ist eine saugeile Maß Bier! Ist schon ein Mix-App, aber darf ich ganz kurz mal deinen Impfnachweis sehen? Kein Problem, Luis, den kriegst du gleich von mir. Warte mal, ich hab ihn irgendwo dabei. Ich muss nur schnell ganz kurz suchen. Wo ist er denn, sie fix? Ah ja, da ist er ja. Pass auf, hier. Rauswurf. Es geht's los, es geht wieder los. Auf geht's, schütt schnell jetzt, schütt doch Ei. Auf geht's, hopp, 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 hopp. Ich bin fast schon wieder nüchtern, Mann. Ich bringe mir so richtig einen rein. Vorsicht, Sepp, sachte, sachte, sonst kotzt du wieder. Ich sag's eigentlich langsam. Oh, dran. Das sachte, sachte, bekommst du wieder, kenne ich von Shoot is Money 2 ist doch ein Gag, oder? Mit dem Esel, oder war das da, oder? Ich glaube. Komplett ob der Kerl. Ja, du bist wieder da. Da ist das schön, die zu singen. Ich hab die sowas von dermaßen vermisst. Das ist ja schon ewig her, oder? Jetzt doch ja. Schon. Komm, stell dir doch einmal ein Maß, oder? Und wie geht's denn dir so? Erzähl doch mal was. Magst du irgendwas reden, irgendein Thema oder so? Hey, Sepp, wie findest du eigentlich Gendern? Gendern, was ist denn Gendern? Ich sag dir, was Gendern ist. Gendern ist der größte Scheiß. Du, Sepp, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Du musst doch auf die anderen Rücksicht nehmen. Willst du etwa, dass die anderen sich diskriminiert fühlen? Das magst du doch nicht, oder? Doch, das mag ich. Ist mir doch scheißegal, wie es euch geht. Fickt euch ins Knie. Ein Pferd war das. Stimmt, der Griech hat einen Esel gehabt, oder? Ich glaube, der hatte das gehabt, ja. Ihr redet so wie ihm. Der Esel, der immer so selbstmordgefährdet war, glaube ich, ja. Sepp, das ist aber schon irgendwie hart asozial von dir. Willst du nicht mal anfangen, wenigstens mal irgendwo ein bisschen Rücksicht auf andere zu nehmen und nicht nur auf dich selbst zu schauen? Das ist ja der Scheiß, Alois. Ich soll immer Rücksicht auf andere nehmen, aber wann nehmen mal Menschen Rücksicht auf mich? Jeden Tag steckt die Faust zu meinem Chef so tief in meinem Arschloch drin. Meine Ex-Frau bumst wahrscheinlich irgend so einen Cabana-Beach-Boy auf die Philippinen. Und jetzt bekomme ich noch immer solche Gender-Texte vor die Fresse geschoben, wo dann sowas drinsteht wie: Okay, also, was wollen die jetzt von mir? Zur Vorbereitung ihrer Beratung können die Fraktionen im Ja, seit der Annalisa Joe, das habe ich, hab ich auch gesehen von ihr, ja. In ihre Aufgaben von der vom Bürgermeister in Auskünfte über die von dieser, diesem oder ja, in halt ihrem, so. Seinem Auftrag gespeicherten Daten erlangen. Was? Wie bitte? Hilfe, ich check gar nichts! Das Auskunftsersuchen ist durch die den Fraktionsvorsitzenden schriftlich unter wörtlicher Wiedergabe des Fraktionsbeschlusses an die den Bürgermeister in Bürgermeister zu richten. Ah, ja, genau. Was ist denn das? Ist das Chinesisch oder was? Ich kapier gar nichts, Alter. Also ich meine, ich verstehe es schon, wenn ich es will. Frage ist halt, inwiefern das Leute, die jetzt deutsche Sprache lernen wollen, vom Ausland reinkommen, inwiefern die das verstehen? Schon, ich glaube, ich rach gleich ein Bon. Sepp, du kleiner rassistischer Bastard, Alter. Noch ein so ein Spruch und du fliegst hoch. Was hab ich gesagt? Raus, oh. Ohne Scheiß jetzt, Alter. Oh. Jetzt versetzt doch mal meine Lage. Ich bin, seitdem ich Dinger co, Legastheniker. Ich tue mich sauschwer beim Schreiben und beim Lesen. Und jetzt mag man es mir noch schwerer machen, oder wie? Ich bin jetzt schon total überfordert, wenn ich einen Brief von der Gemeinde kriege. Weiß nicht, ob die wollen, dass ich mein Erstgeborenen opfer oder ob die mir einfach nur ein kurz neues Jahr wünschen wollen. Das ist Diskriminierung hier im Letztendlich gehört, dass ein Drittel der Jugendlichen nicht so gut lesen und rechnen können wie auf Grundschulniveau, habe ich irgendwo mal gelesen, ja. Und das ist die Diskriminierung von dem armen kleinen Mann mit ihm aus Morocco wie immer heute. Aber Sepp, du musst schon zugeben, dass die deutsche Sprache schon... Das war ein Video über die PISA-Studie. Da habe ich das. Wo habe ich das gesehen? Beim Parabelritter, genau. Sie hat diskriminierend gegenüber Frauen und allen anderen Geschlechtern ist. Wie genau jetzt? Also Schulen exposed, da habe ich es ja. Parabelritter. Zwei, Schulen exposed 2. Was für andere Geschlechter meinst du jetzt? Naja, ich zum Beispiel, weißt du das nicht? Inwiefern? Ich betrachte mich als non-binär. Mhm.
Sepp, was soll denn der Quatsch? Wir wissen doch beide ganz genau, was für Geschlecht du doch bist, oder nicht? Sepp, ich definiere mich nicht als Mann. Es ist so schwer zu verstehen. Wenn dem so ist, dann bin ich ab jetzt ein UFO. Ohne Scheiß. Wie klingt das für dich? Sepp, wenn du ein UFO sein willst, dann akzeptiere ich das und ich wünsche dir, dass du damit glücklich wirst. Alois, deine verständnisvolle Nächstenliebe widert mich an. Also ohne Scheiß. Warum genau sollte die deutsche Sprache gegenüber der Frau diskriminierend sein? Hau mal ein paar Beispiele raus hier, bitte. Naja, zum Beispiel mit dem Mann darf, man kann, man macht. Da ist ja nie die Frau betrifft. Schreibfehler, da ist hier 3N beim Kanten. Na. Und ja, Mann kommt ursprünglich von dem Mann als Geschlecht. Ja, gut, aber das ist doch einfach so passiert, was Moxner gegen Mora. Ich meine, Frau kann, Frau will, Frau macht, ist doch keine Lösung, ist doch genauso scheiße. Ja, Sepp, mit neutralen Begriffen, sowas wie Mensch kann, Mensch macht, Mensch tut. Mensch, bist du ein Arschloch. Gut, das ist jetzt ein Einzelfall, als solches können wir dir nicht irgendwie hinwegschauen oder so. So wie ich zum Beispiel auch wegschaue über diesen Fehler, dass es alkoholfreies Bier gibt zum Beispiel. Ja, ich habe letztens auch gesehen, dass Leute vorschlagen wollten, dass man zum Beispiel nicht mehr jemand sagt, sondern je Mensch. Jemand hat das gesagt, sagt man dann nicht mehr jemand, sondern je Mann, je Mensch hat das gesagt. Auch irgendwie komisch, oder? Geht das nicht, Alois? Sepp, es gibt noch viel mehr Beispiele. Was ist zum Beispiel mit der Mannschaft? Scheinbar kann die nur aus Männern bestehen, obwohl es ja genügend Frauen und Diversität in Vereinen gibt. Oder was ist mit Schiffen? Die können scheinbar auch nur unbemannt sein. Das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, Alois, ja gut, aber... Kann man aber nicht irgendwie das beibehalten als eine Art Verneigung vor der alten Zeit, um so Traditionen irgendwo zu huldigen und zu sagen, das war halt mal so, dass sie vergessen wird vor allem und... Jetzt schau nicht so, ich weiß selber, dass das Argument ganz schön scheiße ist. Bitte, leg mir kurz was Besseres. Auf geht's, Sepp. Jetzt reiß die Zamm. Auf geht's, denk doch nach, du blödes Arsch. Oh, Zeus, war das? Sepp. Denkwasser. Aha! Luis, was ist denn mit den ganzen Gegenbeispielen? Zum Beispiel kann man nur jemanden bemuttern, aber was ist bevatern? Das gibt's doch gar nicht. Ist bevatern sowas wie Zeitung lesen oder was? Und danach die Sportschau schauen. Heute alles Mögliche. Hauptsache seinem Kind keine Aufmerksamkeit geben, obwohl man sogar an den Bundesjugendspielen eine Ehrenurkunde gewonnen hat. Krass. Da sitzt aber noch was tief in dir. Boah, ich habe eher eine Teilnahmeurkunde bekommen. Das war krass. Kann es sein? Ich sag's mal so, Alois, ich habe in meinem Leben so viel Buße tun müssen, das reicht für die ganze Menschheit. Eigentlich muss jetzt ihr mir quasi alle Messias nennen. Ja, das sind eure Beispiele. Was ist mit Mutter Erde, Mutterschiff, Tochterfirma? Also komm bitte, hör mal doch auf. Und vor allem, man kann nicht alles umwandeln von Mann in Frau. Ich meine, was ist denn das ab jetzt? Eine Fraudel und die ist eine Fraudaline. Ja, sicher. Den Tweet habe ich auch gelesen, habe ich auch auf Twitter gesehen, ja. Nicht, oder? Ich finde, man könnte halt schon versuchen, neutrale Wörter zu finden, weil eigentlich ist es schon komisch, dass wir alles immer krampfhaft in Mann und Frau einteilen wollen. Es gibt immer er und sie, ihm und ihr, seines, ihres. Warum ist es so wichtig, ob Mann oder Frau? Mach doch einfach ein neutrales Wort und ist okay, oder? Keine Ahnung, Luis, was für Wort mag man denn da reinbauen, Imon? Was gibt's denn da für Ideen? Ja, zum Beispiel... Die Endung ens, der Mittelteil von Mensch, könnte für alle stehen. Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Ens Käufens und ens Einkaufskorb. Ja, genau. Ich weiß ja nicht. Und du bist ernst der Spaß. Das ist nein. Du hast Faustverbot. Was denn? Warum denn? Der will nicht so schnell mal Bier ausbringen, ja? Nein! Na, Alois, den Scheiß, was soll denn das? Warum mag man denn momentan wirklich alles auf Biegen und Brechen hinterfragen, Mann? Warum ist eine Frau ein Mensch und nicht ein Nähmensch? Weil ein Näh wäre die weibliche Form. Warum ist ein Mann eine Nähperson und nicht ein Person, weil ein... Ja, weil sich das eine auf die Person bezieht und Person ein weibliches Wort ist, oder? Die Person, also nicht der Person, oder das Person. Nee, ist ja weiblich. Also ja, Sprache ist manchmal ein bisschen komisch, aber ist es wirklich unsere Aufgabe, dass wir diese irgendwie anpassen müssen? Vor allem, kann man es wirklich allen recht machen? Geht das überhaupt? Wir müssen es auf jeden Fall, die Sprache kann angepasst werden. Ne? Vergleicht mal unsere Sprache, wie wir heute sprechen, mit der Sprache, wie wir vor 20 Jahren Leute gesprochen haben, ist schon ein Unterschied. Jetzt so in einem, eher im Volksmund eher so englische Wörter drin, Anglizismen. Sowas wie cool oder sowas wie, jo, 1000 andere Beispiele, die mir gar nicht einfallen. Aber solche Wörter hat man damals nicht gesagt. Das war vielleicht erst 20, 30 Jahre her, wo man das nicht gesagt hat. Und so schnell kann sich die Sprache ändern. Und ich denke mal, genauso wird es auch die Sprache hier wieder tun. Hier versucht man es halt ein bisschen zu erzwingen, so ein bisschen. Aber es wird sich irgendwas langfristig ergeben. Langfristig wird es eine Lösung geben, wo alle sich einig sind. Also es ist der Weg der Dinge so. Es kommt irgendwas und die Sprache wird sich wieder ändern. Das heißt, dass wir alle Englisch sprechen noch und kein Deutsch mehr. Oder Deutsch nur von englischen Wörtern drin ist. Wir dann nicht mehr eine Person sagen, sondern Person oder sowas. Und nicht mehr das deutsche Wort sagen dafür. Kann auch sein, dass wir das dann so rum irgendwie sich ergibt, wie auch immer. Aber die Sprache hat sich schon immer verändert schon und war immer schon im Wandel. Ja, war immer schon so und wird auch immer so sein.
Früher hat man zum Beispiel Rendezvous gesagt statt Date. Oder Ticket statt Bon. Nee, andersrum, Bon statt Ticket. Also es gibt verschiedene Sachen. Verschiedene Einflüsse, die man auch hat. Zu verbessern ist doch immer was Gutes. Warum macht man da bei Sprache plötzlich eine Ausnahme? Also wenn es da Verbesserungsvorschläge gibt, müssen auch die angehört werden, oder nicht? Nein! Also angenommen, man müsste wirklich was verändern, dann braucht es aber schon eine gewisse Reform einfach, weil ein Schrägstrich, ein Bindestrich, ein Unterstrich, ein Sternchen oder auch gar nichts. Jeder macht das irgendwie willkürlich, das geht nicht so weiter, da braucht es schon irgendwo eine anerkannte Form einfach. Dann muss man halt noch gucken, was sich so am Ende durchsetzt. Ich selber präferiere das Sternchen, weil es ist so eine Art Platzhalter für alle Geschlechter. Aber alles reden werden wir schon weiterhin ganz normal, oder? Weil ich meine, diese Sprechpausen, ich weiß ja nicht. Ich meine, VerkäuferInnen, PolitikerInnen auszubilden. Ich hab einen Schlaganfall. Selbst Sprechpausen sind das Normalste der Welt, Alter. Du sagst ja auch Spiegelei und nicht Spiegelei. Oder auch Notaufnahme und nicht Notaufnahme. Käseomelett und nicht Käseomelett. Und das beste Beispiel ist Urinstinkt. Urin nicht stinkt. Urin stinkt. Ja. Was ist mit den ganzen englischen Wörtern? Das ist zum Beispiel sowas wie GamerInnen, FollowerInnen, Asshole-Innen. Jetzt guck mal, das gibt's ja, das ist ja Quatsch, oder? Ich würde sagen, dass gerade bei Gruppenbezeichnungen es schon sehr viel Sinn macht, weil dann vergisst man einfach nicht, dass es nicht nur Männer sind, sondern auch Frauen und andere Geschlechter. Ja, Alois, oder man lässt halt, wie gesagt, gut sein einfach. Alois, ich glaub, das ist wirklich nicht, ohne Scheiß. Was genau will man mit Gendern erreichen? Glaubt man wirklich, man verändert die ganze Welt, wenn man so ein bisschen die Sprache anpasst, oder was? Sepp, Sprache hat mehr Macht, als man denkt. Und es ist auch einfach eine schöne Geste, dass man einfach alle Menschen mit einbezieht. Dass wenn ich sage, hey, Experten haben mich beraten, dann waren das nicht nur Männer, sondern einfach jedes Geschlecht. Es gibt weibliche Experten, Alois. Frauen haben noch keine Ahnung. Wieso schaust du nicht so? Das war jetzt. Reiß dich mal zusammen, was bist du für ein Gifthaarfall zur Zeit? Boah, mal weg. Auf geht's, hopp. Hab ich gesagt, oder? Du hast mir zu lieber, bitte. Okay, Alois, also eine Sache ist ganz sicher. Sprache verändert sich ständig. Also niemand weiß, wie wir in 100 Jahren zum Beispiel reden werden. Genau, momentan macht sogar die moderne Technik die Sprache immer englischer. Und ich glaube, man kann auch festhalten, genau, die deutsche Sprache hat keine Probleme im Sinne von Vaterland, Muttererde, sondern eher bei so Berufs-, Tätigkeits- und Titelbezeichnungen. Genau, weil da einfach das generische Maskulin die Normalität entspricht und der weibliche Begriff ist meistens nur so ein Anhängsel dann an den männlichen Begriff. Gut, da kann man aber nur neutrale Begriffe anwenden, wie zum Beispiel beim Bäcker, Backkraft, Lehrer, Lehrkraft, Politiker, korrupte Arschlöcher. Oder Studenten und Studierende, ne? Ist auch ein anderes Wort. Ja, natürlich kann man. Oder Fahrspurrende, ne? Fahrspurende, ja, und nicht Fahrspurende. Da war mal so ein Skandal auf Twitter, ja, egal. Am Ende diskutieren, was genau jetzt die Lösung ist. Ich finde halt, wichtig ist, dass man überhaupt über das Thema debattieren kann, ohne dass man irgendwie abgestempelt wird als Idiot. Alois, das habe ich doch gar nicht gemacht, oder? Doch, ich finde schon. Jetzt echt, oder was? Ja, das ist ja das Ding. Du checkst dich ja mal, dass du die Gefühle anderer Menschen verletzt. Alois, ohne Scheiß, das wollte ich wirklich nicht. Jetzt komm, Burli, komm mal her. Lass dich umarmen. Ach, Sepp, verpiss dich! Komm, Alois, lass uns kuscheln und uns liebhaben! Ach, mal wieder Ganja und tanz nicht! Oh, er ist aber nicht geimpft hier, ja? Schwierig, weiß ich nicht. Friedenstanz zusammen, auf dass die Welt sich brüderlich umarmt und wir somit die Menschheit in eine rosarote Zukunft penetrieren. Sepp, Menschen wie dich gehören einfach verboten, ohne Witze. Scheiß, Alois, du hast doch schon recht! Die Diskussion muss einfach bestehen bleiben, Leute! Denn wenn der Mensch. Also gut, man da raushören kann, dass es Sepp und wer der andere Kellner da ist, ne? Das heißt der CEO, aber stimmt, kann trotzdem auseinanderhalten. Gut, er ist so, ich bin CEO. Ich kann das nicht, dann ist ja so normal. Weil ich immer so rede, Leute, ich bin voll normal. Nicht miteinander reden, Co., dann sind wir nichts anderes als wilde Affen einfach nur noch. Also diejenigen, die nicht gendern, sollten sich nicht darüber aufregen, dass manche halt eben schon machen. Genauso sollten sich aber auch Leute, die gendern, nicht darüber aufregen, dass manche halt eben nicht machen. Sprache ist einfach ein fortlaufender Prozess, der voranschreiten wird und auch muss. Von daher wird es sich sowieso entwickeln, wo hier was kommt. Wichtig ist, dass wir überhaupt miteinander reden können. Like I said, wenn es keine Sprache mehr gibt und wir haben einen Konflikt. Wie wollen wir den dann lösen? Mit Gewalt? Das wollen wir doch nicht, oder? Oh. Gib zu verstehen, dann wirst du auch verstanden. Und vor allem der Austausch mit anderen Menschen, das ist so unfassbar wichtig. Ja. Sonst kommst du im Leben nicht weiter. Ich finde es auch wirklich gut, dass du mir da entgegenkommst, Sepp. Du stehst hier wirklich dein Mann ohne Scheiß. Na, 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 Sepp, du weißt doch, ich definiere mich als UFO. Ey, du bist so ein dummes Stück Scheiße.
Danke, dass ich Sie bewirten durfte. Wollt ihr alle eure Besuche nochmal Revue passieren lassen, dann gerne hier drüben. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Wirklich ein sehr gutes Video. Ist noch am Ende noch, dass er selbst irgendwas sagt? Oder irgendwann gucken noch? Klickt, da kommt ihr zur Playlist. Lasst doch meiner Kneipe einen Daumen nach oben und schreibt mir einen schönen Kommentar ins Gästebuch. Ich hoffe, Sie bald mal wieder hier antreffen zu dürfen. Und ja, dann bis dann. Sepp, warum stinkt der nach Scheiße? Ach, Alois, das magst du doch gar nicht wissen. Ich bin Profi-Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi-Brody, alles andere nur Dreck.